Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein 5-fach-Unboxing von diversen Blissim-Boxen und Sondereditionen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr habt hier auch Timestamps, sodass ihr weiterspringen könnt, je nachdem welches Unboxing euch gerade interessiert oder eher weniger. Und ich habe hier die reguläre Dezember-Blissim-Box der deutschen Blissim-Box. Dann habe ich eine Sondergeschichte, was man halt super zu Weihnachten verschenken kann. Also quasi Geschenk-Abo-technisch. Dann habe ich hier die Splendist Limited Edition, die Man Limited Edition. Und ich habe hier auch die französische Variante der Blissim-Box, die ich selber im Abo habe. Denn ich habe eine Kooperation mit Blissim Deutschland. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und werde deswegen die ersten 4 Boxen, die ich euch hier vorstelle, auch tatsächlich in diesem Video verlosen. Es wird also 4 Gewinner geben, die dann sehr wahrscheinlich erst nach Weihnachten ausgelost werden, aber dann halt quasi eine schöne Überraschung im neuen Jahr erleben dürfen. Also ja, wenn du Bock drauf hast, dann schau in der Infobox vorbei, da habe ich dir alles soweit verlinkt, sowie auch die ganzen Links zu den Produkten, denn vielleicht hast du ja Bock tatsächlich, eben eins dieser Angebote selber auch wahrzunehmen oder zu verschenken. Damit würdest du mich tatsächlich auch ein Stück weit unterstützen, denn das sind Affiliate-Links, das heißt, ich verdiene daran einfach eine kleine Provision. So, nicht lange quatschen, ich werde euch ein bisschen zuknallen hier mit Zahlen, Daten, Fakten, blend euch das aber auch noch immer ein bisschen mit ein, dass ihr dann auch so einen kleinen Überblick habt, ne? Aber wir schauen jetzt erstmal in die klassische Blissim-Box hinein, die ja für den Monat Dezember hier ist. Und Leute, die sieht so schön aus in ihrem festlichen Design, ne? Mag ich richtig gerne leiden. Ist auch im Design vom Adventskalender. Gut, das wäre jetzt tatsächlich auch noch ein Link, den ich euch in die Infobox setze, denn der ist immer noch verfügbar, ne? Und da macht ihr einen guten Deal. Tada, ist eine Schublade dieses Mal. Und ja, hier haben wir dann einmal den Blick in meine Box. Ja, ich habe hier ein Produkt noch drin, was man quasi als Goodie bekommt. Genau, und das Motto von der Dezember 2022 Ausgabe ist Christmas Party, let the party begin, denn Weihnachten steht vor der Tür. Hol deine schönsten glitzernden Outfits und schillerndsten Pailletten hervor und mach dich bereit für die magischste Zeit des Jahres. Dieses Jahr haben unsere kleinen Weihnachtselfen fleißig hinter den Kulissen gearbeitet, um dir eine zauberhafte Box vorzubereiten. Dabei sind Produkte, die dich perfekt für das bevorstehende Weihnachtsfest ausstatten, der rote Lippenstift, die pflegenden Öle und ein funkelndes Armband der Marke Comb lassen dich an diesem besonderen Tag erstrahlen. In diesem Sinne wünschen wir dir ein magisches Weihnachtsfest voller festlicher und natürlicher und natürlich erholsamer Momente. Vielen, vielen Dank, finde ich cool. Die Produkte sind hier aufgeführt. Telefon. Ah, Sarah Isabel schreibt, liebe Grüße an dieser Stelle. Jo, da haben wir dann die Produkte aufgeführt. Wie gesagt, den MAC-Lippenstift konnte man sich in der Farbe aussuchen. Da gab es 3 verschiedene. Unsere Lieblinge, das Blissim-Team im Weihnachtsmodus. Ach cool, da ist die liebe Sarah, die liebe Anai oder Anais und die liebe Jessica. Mit Sarah habe ich schon geschrieben. Das finde ich cool. Team Öl, nachhaltiges Weihnachten. Und dann halt hier nochmal die Info wegen dem Geschenk. Da kommen wir aber gleich in Ruhe nochmal zu. Jo, und die Dezemberbox soll einen Wert von 108 Euro haben. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, wenn ihr die Box sowieso neu abonniert, wenn ihr den Code NOLIMITS verwendet, dass ihr die Extra Strength Mascara von Banana Beauty mit am Start habt. Richtig krass. Also die habe ich, also das stand in meinem Briefing drin, deswegen gebe ich euch das einfach mal so weiter, ne? Und das, ja, ist die, nee, das ist die No Limits Extra Strength Mascara. So, die müsste ich tatsächlich auch noch da haben und offen haben. Ich kann euch das Bürstchen aber mal einblenden. Ich meine, dass das ein Faserbürstchen ist. Muss ich aber nochmal schauen und ich freue mich drüber, denn die Banana Beauty Mascaren sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, man sollte sie aber definitiv immer mit einem Influencer-Code bestellen, weil dann sparst du da noch ein bisschen was. Also die halt auch noch für Oma on top. Jo, dann hat man auch noch in der Box, die ist, das ist jetzt nicht im Heftchen aufgeführt, hat aber trotzdem einen Wert von 45 Euro laut Homepage. Ein Armband hat man da auch noch mit am Start. Das ist von Comb, das war ja auch angeteasert, ne? Also quasi ein Goodie mit am Start. Finde ich auch nice, aber ich muss sagen, ich bin kein Armbandmensch, ne? Also für mich ist das jetzt nichts, aber
Es ist hübsch. Also das kann man dem Produkt jetzt natürlich nicht absprechen. Ne? Ist ein bisschen gröber, passt auch schön und ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ne? Weil wenn das einen Wert von 45 Euro hat, findet man natürlich ziemlich cool. So, und jetzt gucken wir uns mal den Inhalt von der Box an. Die wird natürlich genau so, wie sie ist, verlost. Ne? Also zusammen mit der No Limits Mascara werde ich die verlosen. Zusammen mit dem Armbändchen. Das ist wirklich dann so in der Box drin. Und ja. Inhalt, weißt du Bescheid. Also als erstes habe ich hier einen MAC Lippenstift drin, Satin Lipstick in der Farbe Twig 824. Das ist so ein schöner Dunkelrotton, Weinrotton, nee, Dunkelrot. Dunkelrot passt eher, ne? Genau. Und da hätte man dann aus drei Farben wählen können. Ist eine Full Size, ne? Das ist schon recht cool und schaut so aus. Also ein wirklich richtig schönes Tönchen. Ich gerne leiden, ne? Aber wie gesagt, Verlosung. Das nächste Produkt in der Box ist ein Monolidschatten von Tees to Die For in der Farbe, weiß ich nicht, Glow on the Go, genau. Also so schaut die Verpackung aus und hier haben wir den Lidschatten drin. Und das ist ein wirklich toller Ton, den man so im Innenwinkel gut verwenden kann oder übers komplette Lid auftragen kann. Also ihr seht ja bei mir immer wieder auch etwas buntere Looks. Ich mag es halt gerne, wenn ich mit einer Palette zusammenarbeite, wenn ich mir eine Palette nehme und mich damit schminke. Den Look hat tatsächlich eben meine Mom ausgewählt. Also ich hatte eine Palette vor mir, die hatte 4 Reihen und dann habe ich gesagt, nenne eine Zahl von 1 bis 4. Hat sie mir die 3 genannt. Also alle Töne der dritten Reihe sind auf meinem Auge gelandet. Ne? Ich mag sowas einfach. Und ja. Genau, Monolidschatten ist halt nicht so unbedingt meine Welt, aber ist hier mit drin. Dann habe ich hier von Imperfect 10 ml von einem Cleansing Oil for Wonderful Skin, also ein Reinigungsöl. Sowas kann man 1A verwenden als ersten Schritt der Reinigungsroutine, wenn man so Double Cleansing macht. Danach dann nochmal unter der Dusche mit einem Schaumcleanser drüber gehen und dann hast du wirklich alles an Make-up abgeschminkt. Das finde ich cool, das gefällt mir. Also ein tolles Produkt. Imperfect ist auch eine Marke, die wir öfters mal in der Blissin-Box finden. Das ist schön. Dann habe ich von Innisfree hier ein Serum drin enthalten. Intensive Hydrating Serum with Green Tea Seed. Ein Gesichtsserum mit 30 ml. Ja, Innisfree ist auch eine recht bekannte Marke, ne, die glaube ich auch relativ natürlich ist. Ich hatte mal einen Toner von Innisfree, glaube ich. Meine ich mich dran zu erinnern, das mochte ich nämlich, also den mochte ich wirklich gerne leiden. Und ja, das ist einfach ein Gesichtsserum mit grünem Tee. Grüner Tee ist meistens halt auch so ein bisschen beruhigend, ne? Deswegen passt das ganz gut, finde ich schön. Ach, so eine süße Verpackung, muss ich sagen. Hier drin stehen allerhand Geschichten, Vorsichtsmaßnahmen nur zur äußerlichen Anwendung. Alles klar, da stehen ein paar Infos halt von innen in der Verpackung drin. Und das letzte Produkt in der Box ist von Ricin, ein Rizinusöl, beziehungsweise von Biorganic, wahrscheinlich 50 ml. Und sowas kannst du für verschiedenste Dinge verwenden. Oft steht bei solchen Rizinusölen auch mit dabei, dass du es halt theoretisch auch für den Körper nehmen kannst. Finde ich persönlich dann irgendwie zu klebrig, nicht ganz so meine Welt. Ich empfehle das auf jeden Fall für die Wimpern, weil Rizinusöl dafür sorgt, dass die Wimpern gepflegt werden und nicht abbrechen. Ein Wimpernwachstumsserum ist halt dafür da, das trägst du dir auf wie ein Eyeliner, ne? Und das ist dafür da, damit die Wachstumsphasen der einzelnen Wimpern halt verlängert werden und sie vor dem Ausfallen abgehalten werden. So. Und dann hast du natürlich Wimpern, die relativ lange wachsen. Aber man kennt sie auch zum Beispiel von den generellen Haaren, die brechen irgendwann ab, weil sie zu lang sind. Und um das eben zu verhindern, kannst du so ein Rizinusöl verwenden und das gibst du dir, da ist hier so ein Spoolie mit dran, ne? Tunkst du ein, streifst ein bisschen ab, weil du willst es nicht zu ölig haben, weil dann siehst du irgendwann nichts mehr. Und dann kannst du dir das auftragen wie eine Mascara und ja, hast dann quasi deine Wimpern von außen so gepflegt. Ja. Ne? Deswegen, so viel zu kurzen, zum kurzen Ausflug, Unterschied Rizinusöl und Wimpernwachstumsserum. Und diese Box wäre dann die erste Verlosungsbox, die ich so hätte hier. Ne? Genau, so kommt sie dann in die Verlosung. Dann habe ich als nächstes die Möglichkeit,
beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Blissymbox generell cool findet und jemand anderen damit glücklich machen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, eine Blissymbox im 3-Monats-Abo, im 6-Monats-Abo oder im 12-Monats-Abo zu verschenken. Und da hat sich jetzt eben passend zu Weihnachten die Blissymbox überlegt, dass es viel schöner ist, dass man diesen Gutschein etwas schöner verpackt, weil natürlich kannst du diesen Gutschein nehmen, zum Beispiel, und einfach so ein Kärtchen dann per Post verschicken. Aber noch viel schöner ist es, wenn man dieses Kärtchen nimmt, ihn in eine wunderschöne Geschenkbox packt. Tada! Und in diese Geschenkbox dann tatsächlich auch noch Goodies mit reinlegt. Richtig cool, um einfach mal so einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen auf die Blissymbox. Ich habe euch die Preise für die Abos auch eingeblendet. Und ja, genau, das kann man dann so verschenken. Und die Box möchte ich halt auch so verlosen. Da sind richtig coole Sachen drin. Und zwar haben wir, wie gesagt, einmal den Gutschein, ganz normal. Der hat dann hier bei dem 3-Monats-Abo einen Wert von 49 Euro. Und die Produkte kriegst du halt, wenn du 10 Euro mehr bezahlst, nochmal on top, weil normalerweise, wenn du jetzt so ein 3-Monats-Abo verschenken würdest, würde es 49 Euro kosten, ne? Genau. So, dann hast du hier Abo-Geschenkbox, Christmas Party, du hältst das Schönste aller Weihnachtsgeschenke in deinen Händen. Freue dich auf das Beste der Beauty à la Française mit dieser besonderen Geschenkkarte. Ein Blissym-Abo für 3, 6 oder 12 Monate. Weil wir dich immer gerne verwöhnen, entdecke 3 zusätzliche festliche Überraschungen. Hier sind die auch nochmal aufgeführt und auch wie man die Geschenkkarte aktiviert und so. Also das ist wirklich hübsch geschrieben, wie so ein kleines separates Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das Ganze startet einfach mal mit einer Full Size von der Benefit The Real Magnet Mascara. Eine so schöne Mascara mit einem Gummibürstchen, die die Wimpern toll trennt und ab dem zweiten Auftragen auch wirklich so schön auffächert und richtig Schwung reingibt, die ich gut finde. Also habe ich selber auch schon, da habe ich auch schon einmal aufgebraucht und die macht was mit den Wimpern. Das muss ich wirklich sagen. Und das hier mit so drin zu haben, um so einen kleinen Einstieg in die Produkte, in die Produktwelt von Blissym zu bekommen, finde ich nice. Dann hast du hier noch eine Kette mit drin enthalten, auch von dieser Marke Comb, ne? Die ja quasi auch jetzt in der Dezemberbox enthalten ist. Da haben wir auch hier so eine süße, ein süßes Organza-Säckchen und dann halt die Kette. Auch die hat einen recht hohen Wert. Ich muss das erstmal auseinanderfriemeln hier. Und hat hier so ein Sonnenplättchen. Ist das eine Sonne? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall vergoldet so, ne? Und schaut dann so aus. Also ich mag die gerne leiden. Das ist eine schöne Kette, die jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwie einem bestimmten Anlass entspricht, sondern es ist einfach eine schöne goldene Kette. Mag ich gerne leiden. Ist schön, dass es mit drin ist. Und dann haben wir hier von Patika Paris Clean ein Radiant Sorbet Scrub. Das ist fürs Gesicht. 50 ml sind hier drin enthalten. Auch das ist dann quasi als Pflegeprodukt. So ein kleiner Einstieg in die Blissym-Welt. Ich persönlich mag jetzt nicht so gerne mechanische Peelings. Ich bin ja eher ein Fan von Enzymen oder von chemischen Peelings. Aber ja, es ist hier mit drin enthalten. Und das gibt dann einfach schon mal so einen kleinen Einblick. So, hey, guck mal, wir haben gerne so zertifizierte Kosmetik hier mit dabei. Bio steht hier auch mit drauf und so. Und damit möchte man dann zeigen, welche Richtung man einschlägt. Auch 100% vegan und sowas alles, ne? Genau, finde ich schön. Und wie gesagt, wenn ihr so ein Abo verschenken möchtet, schaut auch hierzu gerne in der Infobox vorbei. Link ist da aufgeführt, ne? Und diese Box verlose ich an einen von euch. Wenn ihr möchtet, habt ihr dann quasi ein 3-Monats-Abo. Also nicht nur die 3 Produkte, die hier drin sind, sondern auch das 3-Monats-Abo, weil hier ja das Kärtchen mit dem Code auch enthalten ist, ne? Das ist halt auch nochmal so Coolio Capulio, muss ich sagen. Genau. Ja, was habe ich als nächstes hier mit bei? Eine Winteredition. Und zwar kenne ich das ja auch von der französischen Variante der Blissymbox, dass es immer so Limited Editions auch tatsächlich auf der Homepage zu kaufen gibt. Also nicht nur den Adventskalender, sondern auch so limitierte Boxen. Und da habe ich jetzt hier die Splendist Winter Edition. Das Ganze startet schon mal mit dieser paillettenbesetzten Tasche, die echt hübsch ist. Und auch diese Bag verlose ich prall gefüllt an einen von euch, ne? Sieht sehr hübsch aus. Also das ist wirklich, ne? Zieh dir deinen Paillettengedönsen an, nimm deine Paillettentasche mit, also schon hübsch. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß jetzt nicht, ist es magnetisch? Ach cool. Yo, das ist so eine ganz aufregende Tasche, weil die so dann wieder zusammenschnappt. Interessant.
Ist echt wie so eine Klatsch, ne? Okay, und da sind 10 Produkte drin enthalten. Die Splendest Winter Edition hat einen Wert von 254 Euro, kostet 49 Euro. Und ja, wie gesagt, 10 Produkte, die ich euch jetzt einfach mal zeigen werde, die ihr dann ja auch in diesem Video gewinnen könnt, ne? Einmal in der Farbe Shim Shim Shady von Banana Beauty ein Highlighter Stick. Das ist dieser hier. Und Banana Beauty, wie gesagt, am besten mit Code immer kaufen. Da bin ich sehr froh, dass ja, die Chiquita's Place Nicole immer einen Code halt hat oder sehr oft einen Code für uns hat, ne? Jo, das ist ein Highlighter Stick und ich verwende super gerne Highlighter Sticks oder Creme Highlighter. Nachdem ich so meine cremigen Texturen aufgetragen habe, trage ich dann den Highlighter Stick auf, dann pudere ich ab und gebe dann gerne nochmal on top einen Puder Highlighter. Einfach, weil ich diese Haltbarkeitsgeschichte sehr schätze. Habe ich heute auch wieder gemacht, genauso mit dem Blush auch und da fahre ich wirklich gut mit in letzter Zeit, ne? Jo. Okay, das wäre das erste Produkt. Dann, was habe ich gesagt? Hier habe ich von Jolaine Le Mascara, also eine Mascara drin enthalten. Also es ist eine wirklich gut gepackte Tasche, kann man nicht anders sagen. Wobei man muss halt auch denken, man zahlt für die Tasche 49 Euro und für den Adventskalender mit 24 Produkten würdest du 54 Euro bezahlen. Also vielleicht möchtest du auch einfach nochmal den Adventskalender kaufen, um ihn zu verschenken. Kann man auch machen, ne? Man kann sowas ja auch im Januar auspacken. Jo, die ist hier relativ schlicht am Start. Ich will die jetzt nicht aufmachen, weil wie gesagt, ich verlose die ja. Ich kann euch das bisschen ja mal einblenden. Ich finde es schön, wenn wir halt auch wirklich schön viel dekorative Kosmetik in solchen Boxen immer finden. Ne? Pflege ist natürlich auch mit drin enthalten. Oh My Cream Skincare, Creme Universelle 50 ml habe ich hier enthalten. Mit Hyaluronsäure natürlich. Und das macht einfach Feuchtigkeit ins Gesicht. Kann man gut gebrauchen im Winter, ne? Da ist ja eh alles ein bisschen trockener. Ja, die Tube sieht auch sehr edel aus. So schwarz-weiß und dann so ein rosé-goldener Strich in der Mitte. Sowas finde ich immer relativ edel, ne? Mag ich gerne laufen. Jo, eine Gesichtscreme. Also da hast du einmal wirklich die Rundumpflege offensichtlich auch mit am Start. Oh, was eine geile Nagellackfarbe. Die passt auch 1A zu der Tasche tatsächlich. Ich weiß nicht, ob jeder die gleiche Farbe vom Nagellack mit dabei hat. Das ist in der Farbe Aubergine von diesem Manucurist. Das ist nicht leicht, das auszusprechen, Leute. Aber wirklich eine geniale Farbe, ne? Also so ein Aubergine-Ton passt auch sehr, sehr gut in diese ja, Richtung Jahresende, wenn man vielleicht Richtung Silvester denkt oder so. Dann habe ich von Authentic Beauty Concept ein Stronghold Hairspray drin enthalten. Da sind 100 ml drin. Ja, Haarspray. Auch das ist dann für diese ganze Party-Geschichte eine ganz gute Sache, ne? Verwende ich jetzt nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Dann habe ich hier so ein Shimmer-Spray. Ach, du ahnst es nicht, wie geil ist das denn? Kevin Murphy. Shimmer Shine Repairing Shine Mist. Aha. Twirl me before use. Ja, auf jeden Fall schütteln. Also erstmal ist die, das sieht schon mal sehr witzig aus, ne? Das ist so dreieckig. Das ist auch so selten bei Verpackungen. Und wenn ich das schüttel, dann seht ihr hier ja diesen Nebel drin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, gibt man das aufs Gesicht, gibt man das auf den Körper, gibt man das in die Haare? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, Haare. Schön. Also das kann ich mir tatsächlich für mich auch sehr schön vorstellen. Aber wie gesagt, Verlosung. Dann habe ich hier noch ein großes Produkt drin. Und zwar von Coris ist das ein Duschgel mit 250 ml. Golden Passion Fruit. Ja, sehr geil. Renewing Body Cleanser. Sieht auch wirklich schön aus. Coris ist eine griechische Naturkosmetikmarke. Renew and Hydrate. Ja, schöne Geschichte. Finde ich auch. Komm, wir riechen mal kurz dran. Ganz kurz. Kann ich das machen? Ja. Das riecht sehr, sehr fruchtig. Also ich mag das gerne leiden, ne? Ich bin da ja auch ein Fan von. So, wir haben hier aber noch ein bisschen was drin. Drei Sachen. Also neben der Tasche. Die hat ja auch einen Preis. Hatte ich euch ja auch eingeblendet, ne? Einmal eine Gesichtsreinigung. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Cleansing and Purifying Black Gel von La Canopée mit 50 ml. Ja, das ist einfach ein Reinigungsgel. Wie schon gesagt, bei der Blissim Box, ne? Halt so ein Double Cleansing. Das wäre dann das, was ich als zweiten Schritt nehmen würde.
Dann habe ich hier von Caudalie noch einen Lip Conditioner drin, der quasi nähren soll und antioxidativ wirken soll. 4,5 Gramm sind hier drin enthalten. Caudalie ist auch eine schöne Marke, die tolle Produkte haben, die sehr hautverträglich sind. Und last but not least haben wir hier auch ein bisschen Schmuck von Jadaya. Das ist so ein Ring. Der ist hier noch in seinem Säckchen drin, den kann ich euch aber mal zeigen. Der ist größenverstellbar, sowas finde ich wirklich gut, wenn Firmen das machen und nicht jetzt irgendwie irgendwas rausbringen, ne? Also in irgendeiner Größe. Hier haben wir jetzt einmal den Ring und der hat so Blinkies drauf. Und hier sehen wir, dass er größenverstellbar ist. Den kann man dann auf seine Fingergröße anpassen. Ihr seht, so ist er bei mir ein bisschen klein. Aber wie gesagt, also auf den kleinen Finger würde er gerade so passen. Aber wenn ich den jetzt auf den Ringfinger oder sonst irgendwo drauf packen würde, müsste ich ihn mir definitiv so auseinanderziehen. Ja, das ist die Splendest Edition. 254 Euro Warenwert ist natürlich eine Ansage. Ne? Also ich finde es gut, dass sowas angeboten wird und dass wir das jetzt halt auch in dem deutschen Online-Shop finden dürfen, ne? Dass man dort dann halt auch sich diese LEs mal anschauen kann. Warum nicht? Und wie gesagt, das hier ist dann tatsächlich das zweite Verlosungsprodukt das dritte Verlosungsprodukt dieses Videos, das einer von euch dann gewinnen kann. Ich finde die Tasche allein schon sehr, sehr hübsch, ne? Okay, so. Kommen wir jetzt mal zu der Männer Limited Edition, denn auch sowas gibt es. Ich habe das jetzt bei verschiedenen Boxen auch schon gesehen, dass es Männer-LEs oder Männer-Möglichkeiten gibt. Habe da ja auch die Blackbox-Men und die Glossybox-Men im Abo. Bin jetzt einfach auch sehr gespannt gewesen. Mensch, was möchten dann die Blissim-Box uns geben, beziehungsweise unseren Männern? Und da kommt dieses Täschchen um die Ecke. Finde ich persönlich ziemlich cool gemacht, dass du hier mit so einer Reisetasche anfängst. Das ist so in blauer Kork-Optik und die Männer Limited Edition ist wohl in Kooperation mit der Marke Cotel. Kenne ich persönlich jetzt nicht, ist vielleicht in Frankreich etwas bekannter. Und ja, wie gesagt, damit startet die Chose und die ist natürlich prall gefüllt. Die fühlt sich sehr schwer an. Auf die Männer Limited Edition können die Abonnenten von der Blissim-Box auch ein bisschen was sparen, denn die kostet regulär 39 Euro und wenn man ein Blissim-Box-Abo hat, hat man irgendwie 15% Rabatt, das sind dann 33,15 Euro und die hat einen Wert von 196 Tacken. Gut, man darf nicht vergessen, dass sowohl der Kulturbeutel schon eingepreist ist, als auch diese coole Cap. Ich finde die wirklich cool. Und die Cap hat irgendwie dann sogar einen Wert von 40 Euro. Also ich persönlich kenne Cotel nicht. Also es sind echt viele Full-Sizes auch drin, ne? Einmal von Minus 417 for Men eine Mineral Shaving Cream. Das ist halt eine Rasiercreme mit 100 Millilitern. Sowas ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte in einer Männerbox, ne? Weil Männer rasieren sich das Gesicht und das machen manche ja nass, manche machen das trocken. Aber wenn man es nass macht, kann man eine Rasiercreme auf jeden Fall brauchen. Dann hier etwas, es sind natürlich auch Unisex-Produkte hier drin, einfach ein Gesichtsreiniger, Purifying Cleansing Foaming Gel von Bioderma mit 100 Millilitern. Ja, einfach eine Gesichtsreinigung. Und sowohl Männer als auch Frauen sollten sich doch ab und an mal das Gesicht waschen. Und da macht dann so ein Reinigungsprodukt auf jeden Fall Sinn. Ein Gesichtsserum von Bleu de Peau habe ich hier drin. Das soll energiegebend sein mit Calendula. Jojobaöl und Katameöl, weiß jetzt nicht, was Katame heißt, 50 Milliliter haben wir hier drin und ja, ein Gesichtsöl ist jetzt im Winter eine ganz gute Geschichte, ne? Weil die Haut dann auch mal ein bisschen trockener ist und da verwende ich auch lieber ein Gesichtsöl. Ja, wobei das steht jetzt nicht extra, doch. Jojobaöl und so ein Kram, ne? Ja, weil hier steht einfach Serum drauf, aber es ist dann eher ölig. Dann habe ich hier noch von Terre de Mars etwas drin, ein Shampoo in der 019-Geschichte. Ja, okay, das ist jetzt, also mein Freund verwendet Shampoo, auch wenn er nur 3-4 mm Haare auf dem Kopf hat. Denn die Kopfhaut braucht natürlich ja auch eine etwas andere Reinigung, als wenn du jetzt ein Duschgel da einfach drauf klatschen würdest, ne? Ne, das wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Gut. Auch die Männer bekommen Lippenpflege. Da habe ich hier Mandarinwert et Gingembre, Baume à lèvres Mongongo. Okay, hä? Okay, also Ingwer und grüne Orange, Anti-Age, Cruelty-Free Jersey Shore Cosmetics. Okay, das ist einmal dieser hier.
Ja, sieht auch wirklich unisex aus, ne? Also das können Männer verwenden, das können Frauen verwenden. Das kann jeder verwenden, der da Bock drauf hat. Du kannst theoretisch eh jedes Produkt verwenden, worauf du Bock hast, ne? Das sollte man sich nicht unbedingt vorschreiben lassen. Nur manchmal haben Männer so ein bisschen, nein, Männerhaut oder Männergesichtshaut sollte definitiv eine etwas andere Pflege, meiner Meinung nach, und auch die Meinung der Dermatologen nach, verwenden. Weil die Lederhaut von den Männern ist ein bisschen dicker, ein bisschen sehr dicker. Dementsprechend haben die meistens eine etwas andere Pflegeroutine als die Frauen halt. Also wir sind etwas zarter unterwegs. Ist wie es ist. Das ist halt rein biologisch so, ne? Kann man jetzt nicht ändern. Lovara, ein Massagegel, Slow Lotion. Interessant, interessant. Ja, auf jeden Fall jetzt Richtung Winter, Wonderland, Richtung Wärmezeit, Richtung Kältezeit, aber Wärme drin, ist es nicht verkehrt. Es ist schön. Massageöl. Ja, ne? Schöne Momente, die man sich gegenseitig schenkt. Und als letztes in der Tasche drin enthalten, habe ich hier für das Gesicht und den Bart ein Gel. Ist das, glaube ich? Le Baume du Marin. Okay. Le Mason, sagt mir jetzt nichts. Ja, aus Frankreich. Und das ist Le Baume du Marin en Concentré d'Hydration. Okay, also du hast dann quasi Hydralisierung, also feuchtigkeitsspendende Geschichten. Und es ist tatsächlich so, dass die Haut unter dem Bart auch immer so ein bisschen angegriffener ist und dass die nochmal so eine Portion extra Pflege braucht. Und dementsprechend ist es gut, wenn man so ein Produkt halt hat, ne? 60 Milliliter haben wir hier drin. Ja, auch das, eine schöne Box. Und finde ich, wie gesagt, klasse, dass hier eine Männerbox drin ist, weil wenn man zum Beispiel selber Abonnentin von der Blissim-Box ist und sich überlegt, Mensch, was könnte ich vielleicht meinem Papa oder meinem Freund schenken, dann kannst du die Box einfach auch als Abonnent vergünstigter bekommen oder ja, einfach so jetzt kaufen für 39 Euro. Finde ich eigentlich wirklich schön und ja, ich denke, dass man da den einen oder anderen Mann wirklich mitmachen kann. Und ja, das hier sind jetzt die deutschen Limited Editions und die deutsche Box gewesen. Alle vier verlose ich in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Dann kommen wir jetzt mal zu der französischen Box. Das ist ja immer wieder für mich jeden Monat aufs Neue die Frage, möchte ich die weiter abonnieren oder möchte ich sie dann kündigen, weil ich eigentlich ja die deutsche Box bekomme und die mir ja sehr, sehr gut gefällt. Ne? Aber gut, ich habe irgendwie noch diese Nostalgie mit dabei. Die sieht vom Design her genauso aus. Die hat oft sehr ähnlichen Inhalt, kostet aber tatsächlich sogar mehr. Ich glaube 2 Euro mehr, dass die 18,90 Euro kostet, glaube ich, ne? Ja, und dann habe ich hier Christmas Party, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, nur halt auf Französisch. Das sind im Prinzip genau die gleichen Sachen, was halt auch in der deutschen Variante drin steht. Hier sind die Produkte aufgeführt. Das Einzige, was der französische Online-Shop von Blissim hat, ist, dass du quasi eine Möglichkeit hast, dir die Produkte nachzukaufen, weil es halt ein Online-Shop ist. Ne? Das wird Blissim Deutschland vielleicht auch noch etablieren, also dass man das halt auch noch findet. Keine Ahnung, aber dafür sind hier gerade mal seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr, ne, in Deutschland. Jo, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in die Box hinein. Da fange ich doch erstmal an mit einem 10-Euro-Gutschein von Le Petit Ballon. Das Ding ist, können wir hier in Deutschland halt nicht einlösen, weil es halt französisch, ne? Und da geht es um ein Weinabo. Also da bin ich raus. Dann habe ich hier von MAC noch einen Gutschein mit drin enthalten. Das ist ein 15-Euro-Gutschein. Manchmal funktioniert der bei uns im deutschen MAC-Online-Shop, manchmal nicht. Also ich gucke mal, ob der jetzt funktioniert. Ne? Dann kann ich mir da nämlich irgendwie was auch bestellen. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier natürlich auch ein MAC-Produkt drin enthalten. Und auch da konnte man sich eine Farbe auswählen. Ich habe mich entschieden für die Farbe 108 Du Bonnet. Das ist einmal dieses richtig dunkle Rot. Finde ich hübsch, ne? Und die Farbe habe ich halt auch noch nicht da gehabt. Deswegen habe ich mir die ausgesucht halt. Und du hast, glaube ich, jeden Monat ein Auswahlprodukt oder halt ein Design, was du auswählen kannst. Und hier habe ich dann einmal die Farbe Du Bonnet. Mag ich gerne leiden. Ich mag den Duft von MAC Lippies übrigens auch sehr, sehr gerne. Und bei MAC Lippies riechst du sehr schnell, wenn die schlecht sind. Dann riechen die nämlich auf einmal ganz, ganz schlimm. So, ja,
Okay, ein Produkt, was noch gleich ist, ist tatsächlich hier von Imperfect das Cleansing Oil, was ich cool finde, weil dann kann ich es selber auch mal ausprobieren. Auch hier haben wir 10 Milliliter drin enthalten, ne? Und das werde ich dann in Anwendung nehmen. Dann von Eborian die CC Cream in der Farbe Clear. High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector. Ich finde die persönlich richtig, richtig toll. Ich kann mich gerade nur nicht erinnern, ob ich die 15 Milliliter übrigens, letztens in der Farbe Light oder Clear hatte. Die habe ich nämlich dann im Winter versucht aufzutragen und ich sah aus, Leute, wie ein Oompa Loompa, dem etwas sehr, sehr peinlich ist. Ne? Ich weiß auch nicht, ob man hier die Farbe aussuchen konnte. Ich glaube es nämlich nicht. Und das ist immer ja so eine Sache für sich. Ne? Das ist immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich können die Boxenpacker nicht wissen, welchen Teint diejenige hat, die die Box auspackt, aber man hat die Möglichkeit von einem Beauty-Profil bei der französischen Box. Ich muss nochmal in mich gehen und mein letztes Flop-Video angucken, ob ich die jetzt in Light oder in Clear aussortiert hatte. Weil wenn es Light war und nicht Clear, dann dürfte die nämlich sehr gut passen. Jo, da habe ich noch ein großes Ding, das lag nebenbei, ne? Green Tea and Enzym Powder Wash von By Wish Trend. Das ist ein Grünteepuder mit Enzymen mit 110 Gramm. Und ich sage es in letzter Zeit immer öfter, einfach weil Dalton auch neue Peelings rausgebracht hat und ich da etwas mehr geschult worden bin. Hier habe ich ein Video dazu abgedreht. Es ist so, dass ich durch die Schwangerschaft und durch die Stillzeit eine etwas andere Haut bekommen habe, beziehungsweise meine Haut vorsichtiger behandeln muss. Und da kann ich jetzt nicht irgendwie Säurepeelings oder mechanische Peelings oder sonst irgendwas verwenden. Da könnte es wirklich zu Irritationen kommen. Deswegen habe ich jetzt auch seit einer sehr, sehr langen Zeit immer nur Enzympeelings verwendet und habe auf AHA, BHA, PHA verzichtet. Ich freue mich schon drauf, wenn ich es wieder verwenden darf. Das wird aber erst im Sommer sein und dann ist jetzt nicht so unbedingt die Zeit der Säurepeelings. Boah, das ist so ein Riesen-Oschi. Und dann gucke ich mal, ob mir das hier gefällt. Ich bin nämlich sonst echt ein großer Fan von den Dalton-Peelings. Ne? Die haben ja auch das Enzympeeling, was ich klasse finde. Aber hier ist so viel drin. Das ist natürlich dann auch mal eine schöne Geschichte. Das spart das. Ne? Ein Geldbeutel wird gespart. Geldbeutel wird geschont. So. Und ja, dann machst du einfach ein bisschen was in die Hand rein, machst ein bisschen Wasser mit dazu, um das aufzuschäumen und dann aufs Gesicht und dann ganz kurz einwirken lassen und abwaschen. Ich mag so gerne Enzympeelings, Leute. Ein mit Grünteepulver, Papain-Enzym und Bagnatron formuliertes Reinigungspulver, das alle Hautunreinheiten entfernt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwo Inhaltsstoffe oder sowas finde. Sieht aber jetzt nicht unbedingt so aus. Doch, da. Ja. Coconut Acid. Okay, Kokosnusssäure. Auch interessant, oder? Ansonsten sieht das jetzt nicht. Ja, Glykol ist hier auch mit dabei. Fruchtextrakt von Papaya. Also das sieht hier nicht so aus, als hätten wir hier AHA oder BHA mit drin enthalten. Das heißt, auch das kann ich dann tatsächlich in der Stillzeit verwenden. Yay. Freut mich tatsächlich. Aber ich habe aktuell noch was in Anwendung. So, dann habe ich hier etwas. Ja, genau das gleiche Armband, was wir auch in der anderen Box schon drin haben. Ne? Das wird auf jeden Fall weiter wandern, weil, wie gesagt, Armbänder ist nicht so wirklich was für mich. Trage ich nicht. Ich habe jetzt hier schon Schmuck um, ja, Kette, Ohrringe, das ist schon so meine Welt. Meine Ringe habe ich vergessen umzutun, die sind unten, aber Armbänder oder so seht ihr selten ja auch bei mir, einfach weil ich, das stört mich halt einfach, ne? Naja. Und dann habe ich als letztes von Courage 5 Milliliter L'Eau de Liesse. Ein Eau de Parfum. Ach, guck mal. Das werde ich dann in meinen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender auch wahrscheinlich reingeben, muss ich mal gucken, ne? Ich weiß nicht, wie das riecht, das muss man mal gucken. Oi, ist das hübsch. Oi, ist das hübsch. Och, guck mal. Ne? Sieht irgendwie aus wie so ein, ja, als würde man Schach spielen. Und das wäre dann der Bauer. Finde ich irgendwie total niedlich. Ich kann es ja mal riechen. Da kann ich euch was dazu sagen. Es ist eine offensichtliche Miniatur, ne? Oh Gott, riecht das gut. Das riecht süß, aber irgendwie auch so ein bisschen schwerer. Femininer. Mmh. Angenehm, wirklich angenehm. Es riecht sehr, sehr toll. Aber Parfümminiaturen ist halt nicht meine Welt, weil ich sie nicht sammle und so. Und dann weiß ich, dass jedes Jahr, am Ende des Jahres, da freuen sich immer so viele drüber, wenn ich das
verlose, deswegen. Jo, das war jetzt die französische Variante, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Also richtig, richtig krasses Unboxing hier, ne? Ich glaube, so lange habe ich noch nie gebraucht, um eine Blissim-Box, beziehungsweise, das sind ja 5 gewesen, auszupacken. Aber Leute, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Falls euch hier von irgendwas interessiert, dann ist es in der Infobox drin verlinkt. Und ja, ne? Ansonsten Verlosung, wisst ihr Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!